Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, wir freuen uns, Sie alle zur Priester- und Diakonenweihe begrüßen zu dürfen. Durch Handauflegung und Gebet weiht seine Exzellenz Dr. Helmut Dieser, Bischof von Aachen, heute Philipp Fiala zum Priester, sowie Kovacs Alpa und Luca Jesenko zum Diakon. Alle Informationen und Hinweise zur Liturgie können Sie dem ausliegenden Liedheft entnehmen. An dieser Stelle darf ich noch ein paar Hinweise für die Priester in den Bänken geben. Zum Ritus der Handauflegung wird Sie ein Ministrant bis zum Presbyterium begleiten. Wir bitten Sie, diesem zu folgen. Nach der Handauflegung gehen Sie bitte nach oben ins Presbyterium und bleiben dort bis zum Ende des Weihegebetes. Danach kehren Sie in umgekehrter Reihenfolge zu Ihren Plätzen zurück. Die Priester in den Bänken empfangen die Kommunion am Seitenaltar. Wir bitten Sie hierfür, an Ihren Plätzen zu bleiben, bis die Diakone Leib und Blut Christi dorthin gebracht haben. Der Kommunionempfang erfolgt bei Indinktionen in zwei Reihen. Noch ein Hinweis für die Gläubigen. Die Kommunion wird an mehreren Orten in der Kirche ausgeteilt. Wir bitten Sie, die Kommunion am nächstmöglichen Ort zu empfangen. Abschließend noch ein Hinweis: Es besteht während dem Gottesdienst die Möglichkeit zur Beichte in den Beichtstühlen. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, siamo lieti di dare a tutti voi il benvenuto all'ordinazione sacerdotale e diaconale del Pontificio Collegio Germanico Ungarico. Con l'imposizione delle mani e la preghiera, Sua Eccellenza Helmut Dieser, Vescovo di Aachen, ordinerà Philipp Fiala a sacerdote, Kovács Olpár e Luca Jasenko a diaconi. Tutte le informazioni e le note sulla liturgia le trovate nei libretti esposti. Di seguito vorremmo dare alcuni suggerimenti per i sacerdoti nei banchi. Per il rito dell'imposizione delle mani, un cerimoniere vi accompagnerà al presbiterio. Vi chiediamo di seguirlo. Dopo l'imposizione delle mani, vi preghiamo di salire nel presbiterio e di rimanervi fino al termine della preghiera di consacrazione. Poi tornate ai vostri posti in ordine inverso. I sacerdoti nei banchi ricevono la comunione all'altare laterale. Vi chiediamo di rimanere ai vostri posti fino a quando i diaconi non avranno portato il corpo e il sangue di Cristo nel luogo di distribuzione. La comunione viene ricevuta per intinzione in due file. Infine, una nota per i fedeli. La comunione viene distribuita in diversi punti della Chiesa. Vi chiediamo di ricevere la comunione nel luogo più vicino possibile. Durante la Santa Messa, alla vostra destra e sinistra avete anche la possibilità per la confessione. Grazie per attenzione. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek, szeretettel és örömmel köszöntjük Önöket a Pápai Collegium Germanicum et Ungaricum pap és diakónus szentelési ünnepi szentmiséjén. Készfeltétele és imája által excellenciás és főtisztelendő dr. Helmut Dieser Aachen püspöke, Philipp Fialát pappá, Kovács Alpárt és Luca Jesenkót diakonussá szenteli a mai szentmisében. A liturgiával kapcsolatos minden információt és tudnivalót megtalálnak a kiosztott vagy kézbe kapott füzetekben. A következőkben néhány hirdetés a papi szektorban ülő atyák részére. A kézrátétel szertartására egy minisztráns kíséri Önöket a szentélybe. Kérjük, hogy kövessék őt. A kézrátétel után mindenki a szentélyben marad, egészen a szentelési imádság végéig. Kérjük Önöket, hogy csak ezután térjenek vissza a helyükre fordított sorrendben.
Áldozáshoz a papi szektorban ülők majd a mellékoltároknál járulhatnak. Kérjük, hogy maradjanak a helyükön, amíg a diakónus elő nem készíti Krisztus testét és vérét az áldozás helyén az oltárra. Ezután két sorban bemártással történik az áldozás. Megértésüket köszönjük. Végül a hívek számára két hirdetés. A templom több pontján is lesz áldozási lehetőség. Kérjük önöket, hogy az önökhöz legközelebb eső helyen áldozzanak. A Szent Mise egész ideje alatt a jobboldali gyóntatószékben magyarul gyónási lehetőséget biztosítunk. Köszönöm a figyelmet! Hvala Jezus, dragi brati in sestre, z veseljem vas pozdravljamo na slovesnosti diakonskega in maščniškega posvečenja. Njegova ekscelenca Helmut Dieser, ahenski škof, bo po polaganju rok in molitvi Filipa Fialo posvetil duhovnika, Kova Čolparja in Luko Jesenka pa v diakona. Vsa besedila in razlago za lažje spremljanje obreda lahko najdete v knjižicah, ki ste jih prejeli. Še na vodilo za duhovnike, ki sedite v klopeh, pri obredu polaganja rok vas bo ministrant spremljal v prezbiteri. Prosimo vas, da mu sledite. Potem, ko boste na kandidata položili roke, ostanite v prezbiteriju vse do konca posvetilne molitve. Nato boste v nasprotnem vrstnem redu odšli nazaj na svoja mesta. Duhovniki v klopeh boste sveto obhajilo zaužili pri stranskem oltarju. Dokler diakon ne prinese rešnega telesa in krvi, prosimo počakajte na svojih mestih. Obhajilo boste zaužili s pomakanjem in sicer v dveh vrstah. Na koncu še kratko navodilo za vernike. Sveto obhajilo se bo delilo na več mestih, da pristopite k najbližjemu obhajalcu. Pri stranskem oltarju na vaši levi strani pa bo možno prejeti tudi obhajilo z brezglutenskimi hostijami. Prav tako pa ste povabljeni k zakramentu svete spovedi na levi in desni strani v spovednicah. Hvala.
als Rektor des Collegium Germanicum et Hungaricum darf ich Sie alle recht herzlich willkommen heißen. Es freut mich, dass so viele von Ihnen hierher gekommen sind, um mit uns die Diakonenweihe von Luka Jesenko und Kovac Arpa und die Priesterweihe von Philipp Fiala hier mit uns gemeinsam zu feiern. Herr Bischof Helmut Dieser, es freut mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, nach Rom zu kommen, um die Weihe vorzunehmen. Herzlichen Dank dafür. Es freut mich auch, dass Erzbischof Frater Meier Martin Krebs, apostolischer Nunzius in Bern, heute bei uns ist und hier mit uns mitfeiern wird. Herzlichen Dank. Herr Bischof, ich bitte Sie nun mit der Liturgie zu beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Lieber Pater Rektor, lieber Mitbruder Nunzius Krebs, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Weihekandidaten Luka, Kovac und Philipp, liebe Verwandte, Freunde, vor allem liebe Eltern der Kandidaten und Geschwister, liebe Mitstudierende, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Manchmal bekommen wir ein Geschenk und überlegen, was soll ich damit machen? Manchmal fühlt sich das Leben selber so an. Und wir brauchen ein inneres Gespür dafür, was das Geschenk des Lebens ist und was wir damit machen. Und unsere drei Weihekandidaten haben ihre Antwort gefunden und geben sie heute in der Gemeinschaft der Glaubenden, in der Gemeinschaft der Kirche, aus der sie ja kommen, aus ihren Heimatgemeinden, aus ihren Familien, aus ihrer Ausbildungszeit. All das hat zusammengestimmt, sodass sie sagen können, ich weiß, mein Leben kommt von Gott und ich möchte es an ihn zurückgeben. Und das tun sie heute in der Form der Bindung an den auferstandenen Christus und seine Kirche. Papst Benedikt hat einmal gesagt, so viele Menschen es gibt, so viele Wege auch zu Gott. Und das gilt uns allen. Eine Weihe zu feiern, die Diakonen- und die Priesterweihe, ist für uns alle immer wieder neu. Die Anfrage, und du, für wen lebst du? Mit wem lebst du? Spürst du das Geschenk? Willst du die Antwort der Dankbarkeit und der Bindung geben? Jeder von uns findet seinen, ihren eigenen Weg. Und darum bitten wir heute gemeinsam, und das wird auch der Dienst der Neugeweihten sein, Menschen zu helfen, ihren Dankbarkeitsweg auf Gott hin und das Geschenk des Lebens zu finden und zu gehen. Und so wollen wir nun miteinander diese heilige Feier begehen und in sie eintreten. Seine Exzellenz, der hochwürdigste Herr Bischof Helmut Dieser, wird Kraft seines apostolischen Amtes den Weihekandidaten die Diakonweihe spenden. Ich bitte die Kandidaten für die Diakonweihe, vor den Bischof zu treten. Luka Jesenko aus der Diözese Koper. Kovac Olpa aus der Erzdiözese Alba Iulia. Hochwürdiger Vater, die Heilige Kirche bittet dich,
diese unsere Brüder zu Diakonen zu weihen. Weißt du, ob sie würdig sind? Das Volk, ihre Mitbrüder im Collegium Germanicum et Hungaricum und die Verantwortlichen wurden befragt. Ich bezeuge, dass sie für würdig gehalten werden. Mit dem Beistand unseres Herrn und Gottes Jesus Christus des Erlösers erwählen wir diese unsere Brüder zu Diakonen. Dank sei Gott dem Herrn. Seine Exzellenz, der hochwürdigste Herr Bischof Helmut Dieser, wird Kraft seines apostolischen Amtes den Weihekandidaten die Priesterweihe spenden. Ich bitte den Kandidaten für die Priesterweihe vor den Bischof zu treten. Philipp Thomas Fiala aus der Diözese Aachen. Hochwürdiger Vater, die Heilige Kirche bittet dich, diesen unseren Bruder zum Priester zu weihen. Weißt du, ob er würdig ist? Das Volk, seine Mitbrüder im Collegium Germanicum et Hungaricum und die Verantwortlichen wurden befragt. Ich bezeuge, dass er für würdig gehalten wird. Mit dem Beistand unseres Herrn und Gottes Jesus Christus, des Erlösers, erwählen wir diesen unseren Bruder zum Priester. Dank sei Gott dem Herrn. Gloria in excelsis Dei. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du sorgst für dein Volk durch die Hirten, die du ihm gibst. Gieße aus in deiner Kirche den Geist der Frömmigkeit und der Stärke. Er mache diese Männer zu würdigen Dienern an deinem Altar.
und lasse sie die frohe Botschaft mit Festigkeit und Güte verkünden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így szól az Úr. Azt mondjátok, nem igazságos az Úr útja. Halljátok hát, Izrael háza, vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól, és gonoszságot művel, akkor emiatt hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt. Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Belátja bűneit, és elfordul tőlük. Ezért életben marad, és nem hal meg. Ez az Isten igéje. Iz pisma apostola Pavla Filipijanom. Bratje in sestre, če premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja.
Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil tako, da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoran vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod v slavo Boga Očeta. To je Božja beseda. Dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Hier sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes: Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte: Mein Kind, geh und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete: Ich will nicht. Später aber reute es ihn, und er ging hinaus. Da wandte er sich an den zweiten und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete: Ja, Herr. Und ging nicht hin. Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten: Der Erste.
Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, ich sage euch, die Zöllner und die Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen, auf dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen, und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Liebe Weihekandidaten Luca, Kovac und Philipp, lieber Pater Rektor und alle Mitbrüder im geistlichen Amt, liebe Eltern und Familien, Freunde, Weggefährten und Gefährtinnen der Kandidaten, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Fast immer ist es so, wer in sein Navi ein Reiseziel einbaut, bekommt in den meisten Fällen mehrere Vorschläge für eine mögliche Route. Und meistens wählen wir die zeitlich kürzeste. Was meint ihr? Fragt Jesus die Hohepriester und die Ältesten des Volkes. Die Frage betrifft nicht einen günstigen oder einen weniger günstigen Weg, sondern die Gefragten sollen mit ihrer ganzen Einsicht, die sie haben müssten, weil es die Hohepriester und die Schriftgelehrten sind, die Ältesten, sie sollen also mit ihrer ganzen Einsicht, ihrem klaren Verstand auswählen und benennen, wie ein Mensch den Willen Gottes erfüllt und wie nicht. Und Jesus macht auch zwei Vorschläge in der Gestalt von zwei Söhnen eines Vaters. Beide leben in dessen Haushalt. Beide haben auch keine andere Lebensgrundlage als eben diesen Weinberg des Vaters und die Erträge, die er abwirft. Beide kennen das vierte Gebot des Dekalogs. Heute würden wir vom Generationenvertrag sprechen. Im Weinberg des Vaters zu arbeiten, das ist nicht nur vernünftig, nicht nur kühr, sondern für das an Sohnes statt angenommene Gottesvolk Pflicht. Und dennoch bittet der Vater beide mit den Worten: Mein Kind, geh und arbeite heute im Weinberg. Und beide scheitern an allem, am Gebot, an der Pflicht, an ihrer Beziehung als Kind dieses Vaters. Der erste sagt: Ich will nicht. Wie lange er das durchhält, dabei bleibt, wird nicht gesagt. Das Wort des Vaters: Geh heute, kann doch zigmal in zig Variationen gefallen sein. Wochenlang, monatelang, ein Leben lang. So auch beim zweiten Sohn. Der sagt: Ja, Herr. Aber er geht nicht in den Weinberg. Heute nicht und morgen auch nicht. Wochenlang, monatelang, ein Leben lang. Vielleicht weiß er ja, wie er das ganz gut verstecken kann,
welche gute Gründe er hat. Es geht beim besten Willen nicht. Immer wieder neu ist anderes wichtiger. Bis der Vater und der Weinberg und die Bitte völlig verblassen. Das Gleichnis hat die Sinnspitze, dass beides vorkommt, dass beides gelebt wird. Wie beim Navi, die verschiedenen Routenvorschläge. Man kann so oder so durchs Leben gehen. Allerdings, ans Ziel führt hierbei nur ein Weg. Und das Ziel, das allein den Ausschlag gibt, lautet im Gleichnis: Wie also den Willen Gottes erfüllen? Oder anders: Wie in das Reich Gottes gelangen? Und darum erzählt Jesus von diesem entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Söhnen oder den beiden Wegen. Der erste Sohn gelangt nämlich irgendwann an eine sehr kritische Wegmarke, eine Krise, was immer es war, der andere scheinbar nicht. Und diese Wegmarke entsteht durch ein plötzliches oder auf einmal entstehendes, nicht mehr wegzudrückendes Misstrauen gegenüber der früheren Gewissheit. Irgendetwas stimmt nicht mit mir oder mit meinem Leben. Irgendwas müsste doch anders sein. Mein Navi führt mich doch eigentlich in die Irre. Der Weg ist doch falsch. Es reut ihn, sagt Jesus. Und das ist in ihm so stark und so ausschlaggebend, jedenfalls irgendwann einmal, dass er ganz und gar entgegen seinem Selbstbild und seiner Selbstaussage doch in den Weinberg seines Vaters zum Arbeiten geht. Nur er hat den Willen des Vaters erfüllt. Nur Menschen wie er gelangen in das Reich Gottes, und seien sie auch Zöllner und Dirnen. Liebe Weihekandidaten, alles an unserem heutigen Fest könnte ja ganz wunderbar danach aussehen und danach klingen, als ob Sie und wir alle mit Ihnen heute uns vollkommen sicher sein könnten, wie der zweite Sohn zu sagen: Ja, Herr. Von nun an jeden Tag, ja, ich arbeite in deinem Weinberg. Seit der Taufe bin ich dein Kind. Seit heute bin ich dein Diakon. Für mein ganzes Leben lang bin ich dein Priester. Alles an dieser Feier unterstreicht das alles und macht es allen offensichtlich. Das Taufkleid, das wir tragen, die Dalmatik, das Messgewand, auch ich schließe mich ein, die Mitra, der Bischofsstab, der Ring, das Kreuz, alles in der Liturgie, alles in der hierarchischen Organisationsform des kirchlichen Lebens und des Gottesdienstes strahlt dieses Selbstbild aus und bringt diese Selbstaussage zum Gehör. Ja, Herr, wir gehören ganz auf deine Seite. Wir bestellen deinen Weinberg und wir wissen, dass wir nur von ihm leben, und wir wollen das auch. Ja, wirklich, Herr, wir wollen das auch. Liebe Weihekandidaten, das Gleichnis Jesu an ihrem Weihetag verlangt von ihnen, sich darauf nie und nimmer völlig zu verlassen. Nichts, was ich von mir selber denke, sage, nichts, was ich zustande bringe im Leben, was ich vorweisen kann, schon gar nicht äußere Zeichen und Errungenschaften, Richtigkeiten und Anerkennungen, können mich sicher machen, in das Reich Gottes zu gelangen und den Willen Gottes zu erfüllen. Und das sage ich so pointiert und vielleicht auch so provozierend, weil in unserer Kirche gerade ein Priesterbild scheitert und in Scherben liegt, das so konzipiert war und auch nicht nur von den Priestern, sondern auch vom Volk Gottes hochgehalten worden ist. Der Priester ist erhaben über die niederen Antriebe.
Seine Weihe stellt ihn und seine Person ganz in die Sphäre Gottes, mehr als alle anderen. Und darum brauchen alle anderen ihn unbedingt, ihn und seinen Dienst, um nicht zu scheitern, um in das Reich Gottes zu gelangen. Bitte, liebe Weihekandidaten, gehen Sie immer davon aus, jeden Tag neu, Ihr Leben lang, dass Sie immer beides in sich tragen, den ersten und den zweiten Sohn, und dass es eben Gnade ist, wirklich Gnade durch und durch, das zustande zu bringen, was allein der erste Sohn schafft. Trotz allem Verkehrten in seinem Leben erfüllt er den Willen seines Vaters. Was dazu nötig ist, sagt Paulus, und jetzt kommen wir alle wieder mit ins Spiel: in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Sei Sinn, es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Christus allein verbindet die beiden Söhne und ihre Wege und alle Kinder Gottes zu einem. Denn er allein hat den Willen des Vaters ganz getan und nie von sich ein gegenläufiges Wort gesagt oder verfügt. Nichts diskreditiert Jesus als Sohn dieses Vaters. Doch von ihm heißt es, er entäußerte sich. Das heißt, seine Sohnesbindung an den Vater war ihm keinerlei Privileg mehr, sondern zum Sklaven wurde er, ja, zum Gescheiterten, Verurteilten, Gehängten am Kreuz. Doch das war äußerster Gehorsam. Äußerster Gehorsam, der allen gilt, dem Vater und seinen so wankelmütigen, widerspenstigen Söhnen und Töchtern. Und durch diesen Gehorsam wurde er uns allen gleich. Und darum, was immer in unserem Leben dran ist, was gelingt, aber auch was verkehrt läuft, was uns froh macht, was uns bedrückt, loslassen, hergeben, entäußern sollen auch wir es auf Gott hin, um Jesu willen. Denn nur er ist über alle erhöht, nur er trägt den Namen größer als alle Namen, damit dann doch alle im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, also heilige, irdische, Verstorbene, ins Reich Gottes gelangen. Nicht, weil ihr Leben unter dem Strich doch noch, ja, so knapp ausreichend dafür war, sondern weil sie ihre Knie beugen vor Jesus, dem Kyrios, und in ihm die ganze Ehre Gottes des Vaters erblicken, anerkennen und anbeten. Priester und Diakon werden Sie heute, liebe Weihekandidaten, nur aus diesem Erhöhtsein Jesu Christi. Das aber kommt aus seiner Entäußerung für alle. Und das muss die Lebensgestalt Ihres geweihten Standes ausmachen. In allem, was Sie sagen, was Sie tun, was Sie mit und für Menschen erreichen wollen, darf eben dann doch nichts einfach nur aus Selbstbezug stammen, sondern aus Loslassen Ihrer selbst in das Herrsein Jesu hinein. Nur in ihm ist der ganze Wille Gottes getan und erfüllt. Nur in ihm ist jeder Mensch schon ganz angenommen und gerettet. Nur in ihm schaffen Sie es, nicht an sich selbst zu scheitern und einem falschen Navi und trügerischen Selbstbild zu folgen. Nur in ihm schaffen Sie es schließlich auch, Gott das letzte Wort zu lassen, wie es Ezechiel durchbuchstabiert. Hört doch, ihr vom Haus Israel, mein Weg soll nicht richtig sein. Sind es nicht eure Wege, die nicht richtig sind? Lassen Sie sich also wie der Prophet dreinreden von Gott im Gebet, in der Betrachtung der Heiligen Schrift
in den Sakramenten, in der geistlichen Begleitung, im Hören auf das Wort der anderen, im geistlichen Deuten der Zeichen der Zeit. Nur wer sich dreinreden lässt von Gott, kann ein guter Priester und ein guter Diakon für die anderen sein. Und dafür brauchen sie die ganze Kirche, das ganze Volk Gottes, besonders die, die vielleicht ganz anders sind als sie selbst, vielleicht sogar die, auf die sie irgendwie dann doch klammheimlich herabschauen, weil sie ihnen so vorkommen wie die Zöllner oder die Dirnen, von denen Jesus spricht. Es könnte doch sein, dass Gott ihnen gerade durch solche Menschen das rettende Wort schenkt, das wirklich zum Ziel führt. Und so sind sie es, liebe Kandidaten, durch die ein neues Priesterbild entstehen wird. Gott hat das letzte Wort, nicht der Amtsträger. Seien sie Menschen, die danach lechzen, dass Gottes größere Weisheit sich zeigt. Der Priester kommt nicht aus Überlegenheit zu den Menschen, sondern aus der Einsicht in seine eigenen immer neuen Gefährdungen, gegen aber die nur seine eigene Selbstaufgabe in Christus hilft. Seien sie also Menschen, die ausstrahlen, wie sehr sie den Herrn lieben und wie sehr sie wissen und daraus leben wollen, dass er sie liebt. Der Diakon und der Priester dienen nicht einer Kirche, die eine eigene, unerschütterliche Hoheit hätte, sondern sie bauen daran, dass ein heiliger Leib lebendig wird, in dem Gott geehrt wird, auch durch die Vielfalt und die Lebendigkeit, die gegenseitige Liebe der vielen, die ihre Knie vor Gott beugen und Jesus als ihren Herrn annehmen. Ja, es gibt unsere Kirche nur deshalb, weil Gott bereit ist, wie Ezechiel es erfährt, sie am Leben zu erhalten, weil sie mit seiner Gnade in ihrer Geschichte doch immer wieder vermocht hat, was auch der erste Sohn vermocht hat, von dem Unrecht umzukehren, das sie begangen hat, und neu nach Recht und Gerechtigkeit zu handeln. Seien sie Diakone und Priester einer Kirche, die erkannt hat, dass sie die Sünden der Zöllner und der Dirnen auch alle begangen hat, aber doch heute neu beginnt, Jesus zu sehen und ihm zu glauben. Und das macht uns auch heute für die Menschen der heutigen Generation zu einer Kirche, die sie lehren kann, den Weg Gottes zu finden, Gott allein die Ehre zu geben und Jesus als ihren Herrn zu erkennen. Und nur dieser Weg führt ins Reich Gottes. Amen.
liebe Brüder, bevor ihr die Diakonenweihe empfangt, sollt ihr vor der ganzen Gemeinde bekunden, dass ihr dieses Amt bereitwillig auf euch nehmen wollt. So frage ich euch: Seid ihr bereit, euch durch die Auflegung meiner Hände und die Gabe des Heiligen Geistes zum Dienst in der Kirche weihen zu lassen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, in selbstloser Hingabe zur Unterstützung des Bischofs und der Priester den Dienst des Diakons zum Wohl des christlichen Volkes auszuüben? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, den Schatz unseres Glaubens, wie der Apostel sagt, treu zu hüten und diesen Glauben gemäß dem Evangelium und der Überlieferung der Kirche in Wort und Tat zu verkünden? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, zum Zeichen eurer Hingabe an Christus den Herrn, um des Himmelreiches willen, ehelos zu leben und für immer eurem Vorsatz treu zu bleiben, in dieser Lebensform Gott und den Menschen zu dienen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, aus dem Geist der Innerlichkeit zu leben, Männer des Gebetes zu werden und in diesem Geist das Stundengebet als euren Dienst zusammen mit dem Volk Gottes und für dieses Volk, ja für die ganze Welt, treu zu verrichten? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, den Armen und Kranken beizustehen und den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, nach dem Bild und Beispiel Christi, dessen Leib und Blut euch zur Ausspendung anvertraut wird, euer eigenes Leben zu gestalten? In Gottes Hilfe bin ich bereit. Versprichst du deinem Bischof Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du deinem Bischof Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Lieber Bruder, bevor du die Priesterweihe empfängst, sollst du vor der ganzen Gemeinde bekunden, dass du diesen Dienst auf dich nehmen und dein Leben lang erfüllen willst. So frage ich dich: Bist du bereit, das Priesteramt als zuverlässiger Mitarbeiter des Bischofs auszuüben und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten? Ich bin bereit. Bist du bereit, in der Verkündigung des Evangeliums und in der Darlegung des katholischen Glaubens den Dienst am Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen? Bist du bereit, die Mysterien Christi, besonders die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung, gemäß der kirchlichen Überlieferung zum Lobe Gottes und zum Heil seines Volkes in gläubiger Ehrfurcht zu feiern? Bist du bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet, das uns aufgetragen ist, Gottes Erbarmen für die dir anvertraute Gemeinde zu erflehen? Ich bin bereit. Bist du bereit, den Armen und Kranken beizustehen und den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen? Ich bin bereit. Christus, unser Hohepriester, hat sich um unseretwillen dem Vater dargebracht. Bist du bereit, dich Christus dem Herrn von Tag zu Tag enger zu verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben? Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selber vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater. Er schenke seinen Dienern, die er zu Diakonen und zum Priester erwählt hat, Gnade und Segen. Beuget die Knie. Heiliger Martin, bitte für uns.
Menschwerdung und
dein heiliges Leben. Durch dein Sterben und dein Auferstehen. Durch die Sendung des Heiligen Geistes. Gebet und komm uns zu Hilfe. Erfülle unser Tun mit deiner Gnade. Heilige diese Männer, die wir zum heiligen Dienst vor dir erwählen, durch die Gnade der Weihe. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Erhebet euch.
allmächtiger Gott, und rufen deinen Namen an. Steh uns bei, du Spender aller Gnaden, denn du berufst zum heiligen Dienst und du erwählst zum Amt in der Kirche. Gott, unser Vater, du bleibst derselbe durch alle Zeiten. Du erneuerst alles in deiner Kraft und ordnest alles nach deinem ewigen Ratschluss. Du fügst und gewährst immer neu, was uns Not tut im Wechsel der Zeiten, durch dein Wort, deine Weisheit und Kraft, durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Du hast deine Kirche geschmückt mit dem Reichtum himmlischer Gnaden. Du hast den Leib Christi wunderbar gestaltet in der Vielfalt der Glieder und ihn durch den Heiligen Geist geeint und geheiligt. Du schenkst deiner Kirche Leben und Wachstum. Sie breitet sich aus und wird auferbaut zum Tempel des neuen Bundes. Deinem Namen zu dienen, hast du das dreifache Dienstamt gestiftet und ausgestattet mit heiligen Gaben, wie du schon im Anfang die Söhne des Levi zum Dienst am ersten heiligen Zelt dir erwählt hast. Als die Kirche zu wachsen begann, bestellten die Apostel deines Sohnes, geleitet vom Heiligen Geist, 7 bewährte Männer. Ihre Helfer sollen sie sein für den täglichen Dienst. Sie selbst wollten frei sein für das Gebet und für die Verkündigung des Wortes. Diesen Erwählten haben sie durch Handauflegung und Gebet den Dienst an den Tischen übertragen. So bitten wir dich, Herr, unser Gott, schau in Gnaden herab auf diese deine Diener. Demütig treten wir vor dich hin und stellen sie dir vor. Nimm sie als Diakone in den Dienst an deinem Altare. Sende auf sie herab, o Herr, den Heiligen Geist. Seine 7-fältige Gnade möge sie stärken, ihren Dienst getreu zu erfüllen. Das Evangelium Christi durchdringe ihr Leben. Selbstlose Liebe sei ihnen eigen, unermüdliche Sorge für die Kranken und die Armen. Mit Würde und Bescheidenheit sollen sie allen begegnen, lauter im Wesen und treu im geistlichen Dienste. In ihrem Wirken sollen deine Weisungen aufleuchten. Das Beispiel ihres Lebens soll die Gemeinde auf den Weg der Nachfolge führen. So bezeugen sie wahrhaft den Glauben und bleiben bis ans Ende fest in Christus verwurzelt. Führe du sie auf Erden den Weg deines Sohnes, der nicht gekommen ist, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen, damit sie an seiner Herrschaft im Himmel einst Anteil erlangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Empfange das Evangelium Christi. Zu seiner Verkündigung bist du bestellt. Was du liest, ergreife im Glauben. Was du glaubst, das verkünde. Und was du verkündest, erfülle im Leben. Empfange das Evangelium Christi. Zu seiner Verkündigung bist du bestellt. Was du liest, ergreife im Glauben. Was du glaubst, das verkünde. Und was du verkündest, erfülle im Leben. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater. Er schenke seinem Diener, den er zum Priester erwählt hat, Gnade und reichen Segen. Domino in toto corde meo.
Wir preisen dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, und rufen deinen Namen an. Steh uns bei, du Ursprung aller menschlichen Würde, du Quell aller Gnaden. Alles, was du geschaffen hast, gedeiht allein durch dich und bleibt durch dein Wirken erhalten. Um dir ein priesterliches Volk zu bereiten, erwählst du in der Kraft des Heiligen Geistes Diener deines Sohnes Jesus Christus und ordnest ihren Dienst in den geistlichen Ämtern. Im alten Bund schon hast du Ämter und Dienste in heiligen Zeichen entfaltet. Mose und Aaron hast du bestellt, dein Volk zu leiten und zu heiligen. Zu ihrer Hilfe beim gemeinsamen Werk hast du Männer eines weiteren Dienstes und Amtes berufen. Auf dem Zug durch die Wüste hast du den 70 Ältesten vom Geist des Mose mitgeteilt, so dass er dein Volk mit ihrer Hilfe leichter zu führen vermochte. Den Söhnen Aarons hast du Anteil gegeben am hohen Amt ihres Vaters, damit die Zahl der Priester des alten Bundes genügte für die Opfer im heiligen Zelt, die nur Schatten und Vorausbild waren des kommenden Heiles. In der Fülle der Zeit hast du, heiliger Vater, deinen Sohn in die Welt gesandt, Jesus, deinen Apostel und hohen Priester, zu dem wir uns alle bekennen. Er hat sich dir dargebracht im Heiligen Geist als makelloses Opfer. Seine Apostel hat er durch die Wahrheit geheiligt und ihnen Anteil geschenkt an seiner eigenen Sendung. Ihnen hast du Gefährten zugesellt, die auf dem ganzen Erdkreis das Werk deines Heiles verkünden und vollziehen. So bitten wir dich, Herr unser Gott, schenke auch uns Bischöfen solche Gefährten und Helfer, deren wir bedürfen in unserem apostolischen und priesterlichen Dienste. Allmächtiger Vater, wir bitten dich, gib diesem deinem Diener die Würde des Priestertums, erneuere in ihm den Geist der Heiligkeit. Das Amt, das er aus deiner Hand, o Gott, empfängt, die Teilhabe am Priestertum, sei sein Anteil für immer. So sei sein Leben für alle Vorbild und Richtschnur. Uns Bischöfen sei er ein zuverlässiger Helfer. In der Gnade des Heiligen Geistes bringe das Wort der frohen Botschaft durch seine Verkündigung reiche Frucht in den Herzen der Menschen und es gelange bis an die Enden der Erde. Mit uns sei er ein treuer Verwalter deiner heiligen Mysterien. So wird dein Volk durch das Bad der Wiedergeburt erneuert. So wird es genährt an deinem Altar, so werden die Sünder versöhnt, so werden die Kranken gesalbt zu ihrer Heilung. Mit uns Bischöfen vereint, erflehe dieser Priester, Herr, dein Erbarmen für die ihm anvertraute Gemeinde und für alle Menschen auf Erden. So werden die vielen Völker in Christus vereint,
Sie wachsen zusammen zu einem einzigen Volk und werden vollendet in deinem ewigen Reiche. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Behüte dich, erstärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen.
Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust. Ahme nach, was du vollziehst. Und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Thank you.
betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nimmt das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Heiliger Vater, allmächtiger Gott, um uns ein Beispiel zu geben, hat dein Sohn den Jüngern die Füße gewaschen. Nimm mit den Gaben uns selbst als geistliches Opfer an. Erfülle uns mit dem Geist der Demut und der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist verdient und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Du hast deinen eingeborenen Sohn gesalbt mit dem Heiligen Geist und ihn bestellt zum hohen Priester des neuen und ewigen Bundes. Du hast bestimmt, dass dieses eine Priestertum fortlebe in deiner Kirche. Denn Christus hat dein ganzes Volk ausgezeichnet mit der Würde seines königlichen Priestertums. Aus ihm hat er in brüderlicher Liebe Menschen erwählt, die durch die Auflegung der Hände teilhaben an seinem priesterlichen Dienste. In seinem Namen feiern sie immer neu das Opfer, durch das er die Menschen erlöst hat, und bereiten deinen Kindern das Ostermahl. Sie dienen deinem Volke in Werken der Liebe, sie nähren es durch das Wort und stärken es durch die Sakramente. Ihr Leben sollen sie einsetzen für dich und das Heil der Menschen, dem Vorbild Christi folgen und dir ihre Liebe und ihren Glauben in Treue bezeugen. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen. Mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit unserem heiligen Vater Ignatius und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Bischof und Papst Franziskus, die Gemeinschaft der Bischöfe, deine Diener, die heute zu Priester und zu Diakonen deiner Kirche geweiht wurden, alle Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir all deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Im Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu rufen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe.
uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mein Kind, geh und arbeite heute in meinem Weinberg. Wie viel Zutrauen und auch wie viel Kenntnis seiner Kinder liegt in diesem Wort des Vaters. Immer neu sagt er es. Und immer neu liegt darin auch sein Friede mit uns, so wie er in Jesus wahr wurde. Und um diesen Frieden bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gibt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
unser Gebet, für unsere Brüder, die du zu Dienern deiner Kirche erwählt hast. Stärke sie durch das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles in deinem Dienst und in der Sorge für alle, die an dich glauben. Gib ihnen die Gnade, treue Diener am Wort und Sakrament zu bleiben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Ausbreitung unserer Hände und auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, unseres heiligen Vaters Ignatius und alle Heiligen, stärke der Herr euren Glauben, eure Hoffnung und eure Liebe. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und der Erde geschaffen hat. Es segne euch und stärke euch im Glauben der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige